Schön wäre halt, wenn man dieses Potenzial, dieses Kraftpotenzial und Bewegungspotenzial einfach umsetzen kann in eine andere Arbeit. Ich habe mir diesmal vorgenommen, auch mal Bewegungen mitzubringen. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Also wirklich auch Bewegungen zu zeigen, zu unterrichten, um anderes Material auch einfließen zu lassen in die Arbeit. Und dann muss ich gucken, wie das geht und was da noch rauskommt. Das Goethe-Institut lädt ein. Henriette Horn, Leiterin des traditionsreichen Folkwang-Tanzstudios, wird 10 Tage lang ausgewählten Tänzern den zeitgenössischen Tanz aus Deutschland näher bringen. Und das Workshop-Ergebnis hier auf dem Festival präsentieren. Schauplatz des Geschehens, Yaoundé, Hauptstadt des westafrikanischen Staates Kamerun. Ein Staat auf dem Reißbrett entworfen aus einem französischen und einem englischen Protektorat. Welche Rolle spielt die Kultur hier in einem Land, das permanent ums Überleben kämpft? Was kann die Choreografin Henriette Horn hier von Tänzern erwarten, die sich aufgemacht haben, die Grenzen ihrer Tanztraditionen zu sprengen? Annäherungsversuche jenseits der Festlegungen von Tanztechniken. Very good. Yeah? So if you really breathe out, don't try to push down. If you really breathe out very strongly, one moment, your stomach muscle has to work. When we do this, it's to try to find your center, the European center. I know you have your center. But all the body over the floor. Yes. 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 Still control. Still control. Bring in. Yes. Yes. 13 Tänzer und Choreografen des Landes suchen mit Henriette Horn und dem Perkussionisten Amadou Kinou nach einem gemeinsamen Fokus im Aufeinandertreffen divergierender Tanzsprachen. Je suis André Tapoussin, je suis danseur chorégraphe et directeur de la compagnie MOC. Je suis danseuse de profession, mais j'exerce aussi le secrétariat médical, plus précisément dans la chirurgie. À Japon, il y a dans le temps, il n'y a pas d'école. Au Cameroun, il n'y a pas d'école de danse. Danser déjà étant toute petite, déjà chez nous tout le monde le fait, et j'ai commencé à danser étant toute petite. C'est bien après que j'ai intégré les groupes de danse. Bon, ce qui me motive à ce stade de Henrietta, c'est la technique, la façon de connaître ton corps, de connaître mon propre corps, quoi. Maîtriser beaucoup de choses au niveau du roulement du sol, debout, et maîtriser toutes les parties du corps, de mon mouvement. Den Körper in Kontakt mit dem Boden spüren. Henriette Horns Tanzarbeit setzt bei den Grundlagen an. I think it's okay, no? Trois, ça va, non? Please, if you do it now, it's the same thing. It's your friend. The floor is your friend. Yeah? Si vous faites maintenant, c'est la même chose. Votre ami, c'est le sol. Don't fight. Ne luttez pas. I don't want to hear. Je ne veux pas suivre. Also die Arbeit am Boden fand ich eigentlich ganz gut als Einstieg, weil Bodenkontakt ist eigentlich immer ganz gut, um überhaupt den Körper zu spüren. Komischerweise war das, was am schwierigsten war für sie, war atmen. So, du musst atmen, damit haben wir direkt angefangen und das war direkt für viele sehr schwierig. Wir wussten gar nicht wohin und wo und wie und so. Dem Boden entfliehen? War der afrikanische Tanz nicht gerade der Erde verpflichtet? Oder war dies eher ein Klischee, dem diese Tänzer auf ihren Schritten in die internationale Tanzmoderne entfliehen wollten?
Wer hat sie ermutigt, den steinigen Weg anzutreten, sich wegzubewegen von der Folklore ihrer Väter und Mütter? Wir treffen Elisen Bala bei der Eröffnungsparty zu ihrem Festival Abok. Hier laufen die Fäden des modernen Tanzes in Kamerun zusammen. Pourquoi avons-nous invité Henrietta Houghton? Et pourquoi avoir choisi Henrietta? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est une histoire, je veux dire, une histoire de cœur. Henrietta n'est pas venue enseigner. Elle n'est pas venue donner des recettes toutes faites. Henrietta Horn est venue avec un esprit d'échange. Amadou Kimou aus Burkina Faso, einer der führenden Trommler Afrikas. Parallel zum Tanzworkshop sollen die Musiker sensibilisiert werden für neue Wege im Zusammenwirken von Tanz und Musik. Ce projet, je tenais beaucoup à faire ce qui était ce que j'appelle la recherche musicale. J'ai fait le travail de recherche et en faisant venir tous les percussionnistes que j'ai formés et un certain nombre de percussionnistes que j'ai pris et je les ai tous fait venir pour que chacun puisse voir comment il y ait un rapport entre la danse, cette danse et la musique que j'avais créée. Erste Versuche gemeinsamer Arbeit. Die Musiker unterstützen die Tänzer in der Ausführung der ungewohnten Bewegungen. Sie lernen die rhythmischen Phrasierungen, Höhepunkte und Bewegungshemmnisse der Übungen zu erkennen. Wir machen ein bisschen ohne Musik, es ist zu schnell. Wir machen ein bisschen... Félicité, c'est white, Patron. Wum. Don't cut the jump. Wum. Da wum. Ja. C'est comme l'air dedans. Mais c'est pas. Oui, 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 oui. Tu fais le mouvement aussi, je vois ça. Mais... Ok, so let's do this phase one by one, one more time, yeah? Just one by one. One by one. But you have to be very clear.